erwartet von Aisha auch nicht normal war. Danke, Urbinge. Siehst du? Und dann sehen wir auf einmal so eine gehirngewaschene Layla, wie die versucht, dieses Ganze gut zu reden. Wo ist Tiger, Muslim? Muslim Tiger. Lasst mich euch doch mal das vorlesen. Wir waren noch nicht mal fertig mit der Fatwa. Guck mal hier. Das ist heftig. Das ist so krass. Ja. Frage 1074, Fatwa. Schirk und seine verschiedenen Formen. Alles Lob gebührt Allah. Dieses Schwören des Propheten ist Haram und eine Art Schirk. Also wenn du auf den Propheten schwörst. Weil viele sagen, ich schwöre bei Mohammed, dass es so ist. Dann guck mal hier. Dieses Schwören des Propheten ist Haram und eine Art Schirk. Denn das Schwören auf etwas impliziert die Verehrung dafür. Und ein geschaffenes Wesen kann kein anderes geschaffenes Wesen verehren. Daher sagte der Prophet, wer bei etwas anderem als Allah schwört, ist das Kufr oder Schirk schuldig. Allah ist Kufr und Schirk schuldig. Sahih überliefert von Ahmad, Band 2, Seite 125, Abu Dawud. Hadith Nummer 3551, At-Tirmidhi, Hadith 1535. Dies gilt für das Schwören bei den Propheten, Engeln, rechtschaffenen Menschen und allen anderen geschaffenen Wesen. Und der Prophet sagte, wer einen Eid schwört, der soll bei Allah schwören, sonst schweigt er. Das finden wir bei Al-Bukhari, Hadith 4860, Al-Fath, Band 8, Seite 611. Und Nummer 6107. Bei Imam Ahmad ist es im Band 2, Seite 309. Abu Dawud hat es in 3247. An-Nasai in 3775. At-Tirmidhi in 1545. Ibn Majah in 2096. In Bezug auf die Verse im Koran, die Eide enthalten, die von den Ausgesandten Al-Mursalat, den Winden der Zerstreuten Al-Dariat, denen, die herausziehen, Al-Nasiat, dem Bruch geschworen worden wurde, des Tages Al-Fajr, der Zeit Al-Asr, des Vormittags Al-Dua und der Wohnstätten der Sterne, Mawaki Al-Nujum, siehe Al-Waqi, Al-Waqiya, Sure 56, Vers 75. Und so weiter. Dies sind von Allah geschworene Eide. Und Allah hat das Recht, Eide zu schwören, bei allem, was er will. Aber das geschaffene Wesen kann nur schwören, sei sein Herr. Möge er erhaben sein, siehst du? Allah hat Schirk und Kufr begangen. Heftig. Laut der Aussage dieses Gelehrten. Das ist eine Fatwa. Lies Sunan an-Nasai, Hadith 3221. Ja, Mohammed hat verweigert, Fatima zu geben. Richtig, Urban? Amir Schlag 54, Sure. Wie alt war sie denn, Urban? Sie war 12 oder was, ne? Was ist das für eine Jacke? Security. Ich bin nebenbei noch Security. Dr. Sheikh Abu Amir aka Security Boy. Ja, yeah, guck, Security Man. Habe dich seit 2 Tagen entdeckt. Du bist wirklich krass. Ich bin nicht krass. Ach was. Ja, das war ein richtiger Tiger Uppercut. Habt ihr gestern gesehen? Da sagt ihr, wo? Wo sagt Ibn Kathir, dass er Allah auf Mohammed schwört? Wo? Dann sagt er, siehst du, es steht hier überhaupt nicht. Auf einmal hat er es mit seinen Augen gesehen. Und dann sagt er, ja, okay, aber was mit der Bibel? Da rennt er sofort zur Bibel. Heftig, ne? Und da wurde der auch nochmal ein Tiger Uppercut verpasst. Was? Liebe zur Magie? Liebe zur Magie sagte, dass eine Frau in Gender von Dur bis Asr durchschwanger sein wird?
Wisst ihr, dass sogar Muslime schwanger werden können im Himmelreich, wenn sie sich wünschen? Mit einer Zeitspanne von 20 Minuten. Sofern er sich dies wünscht. Ja? Das ist heftig. Einfach. Einfach Schwangerschaftsstreifen bekommt er dann. Halal-Schwangerschaft. Wo kommt das denn raus? Aus der Nase oder was? Ich fehl. Ich muss hier gerade ein wenig den Leuten näher bringen. Ne? Wusstest du, dass man in Allahs Himmelreich sogar schwanger werden kann, wenn man sich dies wünscht? Ja, du kommst jetzt auch sowas. Ja, das steht hier in den authentischen Quellen. In was für authentischen Quellen? Google? In den Hadith. Wer sagt denn sowas? Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Dich auch. Bruder, darf ich was fragen? Warum bist du 24/7 im Auto, ja? Ja, ich bin nicht im Auto, ich bin am Fliegen, ich bin im Flugzeug. Ich kann immer wieder rein. Einmal World Trade Center reinfliegen, oder was? Einmal Worldy, Worldy. Jetzt ohne Spaß, bist du Lieferant oder so? Du bist nur im Auto, Alter. Ich lebe hier drin, das ist mein zweites Zuhause. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Nee, ich fand's einfach nur komisch, dass ich immer im Auto sehe. Ich dachte mir, ich muss dich mal einmal das fragen. Amir! Ja. Ich küsse deine Augen. Mach dir einen schönen Tag, mein Bruder. Danke dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Dankeschön. Okay, ciao. Ciao, ciao. Meine Herren, warum finde ich das denn nicht? Schon wieder Live-Sichtbarkeit, das kann doch nicht wahr sein. Ja, mir. Hi, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Danke dir auch.
Bruder, weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Was denn? Warum du dich deinen Glaubensschwestern ein bisschen warnst, weil wenn man laut Bibel kein Kopftuch trägt, muss man sich die Haare abrasieren. Ja, und jetzt? Ja, wie? Warn die doch. Man muss sich die Haare abrasieren, wenn man kein Kopftuch trägt. Ist das Frieden? Das ist sehr, sehr friedlich, ja, genau. Wenn ich kein Kopftuch trage, muss ich mir, das ist doch irgendwie, ist das nicht irgendwie frauenfeindlich? Nein. Also das findest du ganz normal, dass wenn ich... Warte mal, ganz kurz. Mach dir keine Sorgen. Was findest du schlimmer? Dass eine Frau sich die Haare scheren sollte oder dass man diese Frau Nacken therapiert, wenn sie nicht auf das hört, was im Scharia ist? Hm? Nee, wie geht's doch jetzt? Das war jetzt nicht meine Frage. Meine Frage war doch, ob du das jetzt normal findest. Dann müsste ja jetzt eine Glatze haben. Guck mal, die meisten christlichen Frauen. I catch you, my baby. Du weißt ganz genau, das, was du da sagst, kann gegen dich verwendet werden. I catch you, my dear. Ich geh kaputt. I catch you. So, da bin ich wieder. Ihr wundervollen. Einen Moment. So. Nee, ihr habt nichts gehört, weil ich nichts gesagt habe. Weil ich das kurz gestummt habe. My wonderful people. Wie die hier reinkommen, ne, das ist krank. Kommen mit einem Vers aus der Bibel, 1. Korintherbrief, ne, wo der Paulus über die Gemeindeordnung spricht. Und bedenken aber nicht, dass die unter der Scharia die Frau, die sich dem widersetzt, so sagt sie auch Ibn Taymiyyah, sich nicht islamkonform anziehen möchte, das heißt Hijab, Niqab, dass sie bestraft werden muss. Und zwar, ja, ihr wisst schon. Und das haben wir gesehen im Iran. Wenn jemand Allah und seinen Gesandten ungehorsam wird, dann ist er ein Kafir, eine Kafira. Und dann geht's zur Sache. Ja, haben wir jetzt hier, was hast du heute noch für uns? Ich habe keine Ahnung, was es noch im Petto hier gibt, im Angebot. Leila, bist du schon wieder hier in den Kommentarbereichen am Bellen? Du bist bereit, als Mutter einer kleinen Tochter einen Mann zu verteidigen, der ein kleines Kind geheiratet hat. Das musst du immer geben, so was du zustande bist. Natürlich ist das verrückt. Absolut verrückt. Hallo? Hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ebenfalls. Amir, ich wollte mich bei dir bedanken, weil wegen dir bin ich zum Herrn gekommen vor vielen, vielen Jahren. Also, Halleluja. Ja. Beste Entscheidung deines Lebens. Ja, das war vor mindestens 5 Jahren. Weißt du, mein Vater hat damals selber den Islam verlassen vor 10, 20 Jahren. Und das ist so, weil meine komplette Familie, die ist islamisch. Weißt du? Ja. Ich dachte, Hörnschaft, der Vater, der ist dumm im Kopf, dies und jenes. Ne? Die Person, ihn zu denunzieren, ne? Weil er natürlich herausgefunden hat, dass der Islam eine absolute Katastrophe ist. Und dann irgendwann mal dachte ich mir, weißt du was, ich lass mal den Koran auf YouTube
vorlesen und lass ihn dabei hören. Vielleicht denkt er nach. Weißt du? Und dann haben wir zusammen gehört. Und er sagt zu mir, hast du selber gerade gehört, was der vorgelesen hat? Ich so, hä? Wie? Was meinst du denn? Und das war Sure 2. Weißt du? Sure 2, Vers 5, 6, 7. Dort heißt es ja, ob du sie warnst oder nicht warnst. Sie glauben nicht. Allah hat ihre Herzen versiegelt. Weißt du? Und der fragt mich, ja, wie verstehst du das? Weißt du, was ich meine? Und der sagt dann, ja, dann ist doch der Schöpfer daran schuld. Und seit diesem Tag habe ich nachgedacht, hinterfragt. Und dann bin ich auf deine Videos gestoßen. Ja? Und ich habe auch die vier Bücher von Christian geholt, David Wood und sowas angesehen und so. Weißt du? Ja, die Leute in den Kommentaren beleidigen, weil ich stottere, aber... Nein, ist nicht schlimm, ist kein Problem. Ja, ich bin ein bisschen nervös, weißt du, aber ja. Du musst nicht nervös sein, ich will nur, dass du die Wahrheit sagst und ehrlich bist, das ist das. Ja, ich hab wirklich zwischen die Debatte mit dir und Hamza schon 10 Mal mir gegeben, weißt du? Ja, ja, ja. Ich habe auch mit deinem Bruder Elia Kontakt und sowas, aber ja, aber ich weiß nicht, ob ihr noch Kontakt habt, das weiß ich ja nicht, aber ja, ich wollte dir nur danke sagen, dass du diese Arbeit tust. Und Gott segne dich, mein Lieber. Und mein Vater feiert dich ebenfalls, ne? Ja, weißt super. Bestell deinem Vater schöne Grüße. Gott segne ihn. Ja. Ich wollte mich nur bedanken, weißt du? Alle Ehre dem Herrn. Ja, okay. Das war's. Okay, Gott segne dich, mein Lieber. Ciao. Ciao, ciao. Leute, ihr könnt doch nicht einfach jemanden, der stottert, einige von euch, anmachen. Was ist los mit euch, Mann? Stell dir mal vor, jemand von euch hat diese Krankheit in sich. Das ist ungeheuerlich, was ihr da macht. Oder einige von euch. Also Muslim, ja, ich weiß nicht, wer das war. Egal, ob das jetzt Muslim oder Christ oder was auch immer das war. Wenn jemand einfach stottert, dann kann er ja nichts dafür. Ja, das ist überhaupt heftig, ehrlich. Ja, es gibt einige, ne, die das dann als schwarzen Humor sehen, ne, dass man auch darüber dann auch Scherze macht, ne, über Behinderte oder jemand, der eine Behinderung hat. Einfach nur das Allerletzte. Ne. Mein Lieblingsvideo darf man nicht vergessen. Ne? Werden wir den Islam nicht anhand der Taten von Muslime, die Ungläubige im Namen Allahs abschlachten oder ihre weiblichen Gefangenen vergewaltigen oder ihre Frauen in den Gehorsam schlagen? Bewerten wir den Islam anhand der Lehren und dem Vorbild von Mohammed? Mohammed A. dachte zu einem Zeitpunkt, dass er von einem Dämon besessen war. B. versuchte mehrmals Selbstmord zu begehen.
C. Gab zu, mal Offenbarung von Teufel übermittelt zu haben. Unglaublich. E. Beschwerte sich, ein Opfer von einem magischen Zauber zu sein. E. Unterstützte seine Religion dadurch, dass er Menschen ausraubte. F. Begann einen Krieg mit Mekka, obwohl er die Chance hatte, in Frieden in Medina zu leben. G. Ließ Leute ermorden, die seine Religion kritisierten. H. Köpfte Hunderte von Juden dafür, dass sie versuchten, sich zu verteidigen. I. Befahl seinen Anhängern, jeden hinzurichten, der seine Religion verlässt. J. Befahl seinen Anhängern, gewaltsam die ganze Welt zu unterwerfen. K. Ließ jemanden wegen Geldes foltern. L. Kaufte, verkaufte, besaß und tauschte schwarze afrikanische Sklaven. F. Wie kann man denn als Afrikaner dem Islam überhaupt jemals beitreten? Das ist für mich so heftig. Mohammed hatte einfach so schwarze afrikanische Sklaven und hat sie gegen Weiße eingetauscht. Absolut krank. Nannte Äthiopier Rosinenköpfe und behauptete, dass Satan wie ein schwarzer Mann aussieht. Mohammed nennt Schwarze so Rosinenköpfe und nannte einen Schwarzafrikaner Satan. N. Hatte Sex mit einem 9-jährigen Mädchen. Was? O. Hatte zu einem Zeitpunkt mindestens 9 Frauen, obwohl seine eigenen Offenbarungen nur 4 erlaubten. P. Heiratete die Frau seines eigenen adoptierten Sohnes, nachdem er die Scheidung dadurch verursachte, dass er nach ihr lüstete. Wahnsinn. Q. Hatte Sex mit einem Sklavenmädchen. R. Brach das Versprechen, nicht mehr Sex mit seinem Sklavenmädchen zu haben. Er gab das Versprechen seiner Frau, nachdem er beim Sex mit seinem Sklavenmädchen in dem Bett seiner Frau Hass erwischt wurde. S. Er hatte dann ihre weiblichen Gefangenen zu verbringen. Nahm die schönsten gefangen in sein eigenes Zelt. U. Sagte seinen Anhängern, dass sie ihre Frauen zum Gehorsam schlagen können. V. Sagte, dass Frauen dumm sind und ihr Zeugnis unzuverlässig ist. W. Förderte götzendienerische Praktiken, wie den schwarzen Stein zu küssen. X. Wiederholte Geschichten, die auf Fälschung basierten und gab sie als Gottes Offenbarung weiter. Y. Porträtierte Gott als betrügerisch und Jesus als einen totalen Versager. Z. Hielt mehr Menschen in der Geschichte davon ab, den wahren Gott zu kennen, als jeder andere falsche Prophet in der Geschichte. Nun, wenn wir den Islam anhand der Person und der Lehre von Mohammed beurteilen, zu welchem Schluss kommen wir dann? Das ist die schlimmste Religion aller Zeiten. Wir müssen hier aber konsequent sein. Das heißt, wir sollten das Christentum nicht anhand der Handlungen von Christen beurteilen, die Krankenhäuser erfanden, um sich um die Kranken zu kümmern, die Waisenhäuser erfanden, um sich um ungewollte Kinder zu kümmern, den Weg für das westliche Bildungssystem bereiteten, indem sie Universitäten wie Oxford, Cambridge, Harvard, Yale und Princeton starteten, die wissenschaftliche Revolution anführten und so weiter. Wir bewerten das Christentum nicht anhand der ganzen Christen, die die Welt verändert haben. Wir bewerten das Christentum anhand der Lehre und dem Beispiel von Jesus. Amen. A. Durch ihn wurde das Universum geschaffen. Oh. B. Alles besteht in ihm. C. Jesus legte seine Herrlichkeit ab und trat als ein menschliches Wesen in die Schöpfung ein, um unseretwillen zu leiden. Mann. D. Wurde von einer Jungfrau hier auf Erden geboren. E. Erfüllte über Dutzende von Prophetien des Alten Testaments. F. Gab auf wunderhafte Weise tausenden Leuten an mehreren Begebenheiten Speise. G. Lief auf Wasser. H. Konnte durch Worte Stürme stillen. Wow. I. Heilte die Kranken. J. Reinigte die Leprakranken. K. Treibte Dämonen aus. L. Erweckte Menschen von den Toten. M. Machte Arme gehen. Blinden das Augenlicht. O. Ließ Taube hören. P. Gab seinen Jüngern die Macht, Dämonen auszutreiben. Wow. Q. Sagte, dass die Friedfertigen die Kinder Gottes heißen werden. Wow. R. Und dass die Barmherzigen Barmherzigkeit erlangen werden. Wow. S. Befahl seinen Anhängern, ihre Feinde zu lieben. T. Sagte, dass wer das Schwert nimmt, durch das Schwert umkommen soll. U. Erduldete Folter und den Tod für unsere Sünden. V. Bat seinen Vater, den zu vergeben, die ihn kreuzigten. W. Stand von den Toten auf. X. Gibt uns seine Gerechtigkeit. Y. Bittet für uns. Z. Ist das ganze Gericht übergeben. Heftig. Wenn wir also das Christentum anhand der Person von Jesus beurteilen, dann müssen wir sagen, die beste Botschaft aller Zeiten. Beurteilen wir nicht eine Religion nach den Taten ihrer Anhänger. Gut. So sieht's aus. Das ist die beste Botschaft aller Zeiten. Und jeder, der sich für Jesus Christus entscheidet, der hat eine super Entscheidung getroffen. Mohammed vs. Jesus 2024. Wer ist das bessere Vorbild? Ja. Aber das hat er vor einem Tag hochgeladen. Der lädt auch jedes Mal meine ganzen
Sachen hoch, meinen ganzen Livestreams lädt er immer hoch. Ex-Muslime und Christen, best of. Ja. Oh, dankeschön. Ist das nicht wundervoll? Die beste Botschaft aller Zeiten. Den Herrn Jesus Christus. Muslim Tiger ist hier. Muslim Tiger. Der muslimische Tiger ist wieder da. War gonna ask you. Hello, my friend. How are you? Alhamdulillah. Can I ask you my question? Alhamdulillah, Jesus. Yes. Where does your Bible say Alhamdulillah, Jesus? Where? Bitte? Where does your Bible say? Where does your Bible say Alhamdulillah, Jesus? I say it in front of you. Alhamdulillah, Jesus. Says, all best, okay, all, everything belongs to Jesus. All right, so a question for you. Yesterday we talked about shirk. Did your Allah committed shirk? I already explained it to you. I showed you the Bible verse, Amos 8:7, and God swore by... God swore by Jacob. You said to me that Ibn Kathir didn't say that. Is that right? The tafsir I read didn't say that. The one you quoted said that. But what? I said the tafsir I read from the website didn't say that. But the one you read said that. Okay. But which one is the truth? Allah never said that in the Quran, number one. Yes, and Allah can swear by your life. Allah swear by the life of the Prophet. Listen, Allah can do what he wants. Now you say Allah can do what he wants. But listen. Before I say to you, say no, he didn't say something. Do you know that the fatwa is in the internet of committing shirk to swear by something else but Allah? Allah also swore by the stars. Yeah, that's why we are asking, is Allah committing shirk every time? No. Listen, we can't swear by anything other than Allah. We. Yeah. But in the Bible, I quoted Amos 8:7, and God swore by Jacob. We read it that yes. God swore by himself. No, I can show you the Hebrew. I read it for my own. Everybody was laughing at you. Okay, one second. I can show you the Hebrew. I have it in front of me. When you are reading the Bible, Hugh, the explanation. Didn't you read the explanation? So I can show you explanation of tafsir of someone else, like Ibn Abbas. I saw Ibn Kathir. You didn't accept Ibn Kathir. No. Listen to me. Listen to what I'm saying to you. Your Bible in Hebrew said God swore by Jacob. You ran away from that. No, you have the explanation. Go down and read it for us. And I can give you explanations of what Ibn Kathir said by that. You don't give explanation for nothing. You are a Muslim and you don't have to explain my Bible for me. But I read the tafsir of your ulama that explained for me the Quran. Is that right? I do the right thing. No, but why did Ibn Kathir say that? Did you read it? Look at this. I have a fatwa in front of me. Look at this. I have a fatwa in front of me. Fatwa? A fatwa. What's a fatwa? It is the question 1074. Man said fatwa. Shirk and its different forms of shirk. Yeah, praise we can do... Okay, listen. The swearing by the Prophet. Do you swear by the Prophet? I swear by Allah alone. Why you are better than your God? No, it's not better than God. When Allah says he swears by... You are better than your Allah because Allah swear on Muhammad. Because Muhammad is higher than Allah. No, who gave Muhammad life? What? Who gave Muhammad life? God gave him his life. What did Ibn Kathir say? He said it is a big honor that Allah swear on his Prophet. No, read the Ibn Kathir again, go. Are you kidding me now? Yeah, read it again. It says by the life of Muhammad. Are you kidding me now? He said by the life of Muhammad. He swear by the life of Muhammad, Ibn Kathir said. And I said to you, who gave Muhammad life? You said why Allah. Why are you lying in front of us? Why are you lying in front go of to us? Ibn What's Kathir. Wrong with you, man? Go to Ibn Kathir, go.
I want you to. Do you think that we are stupid or what? Go to Ibn Kathir. Do you think we are illiterate like your prophet or what? Can I show you? We are illiterate like your prophet. Can I show you Ibn Kathir? Yes or no? Showed you yesterday. All right, I'll show you. I'll show you what you misread. I'll show you what you misread. Can I do that? Can I do that? I misread it. Yes. Are you stupid or what? Are you stupid? Can I show you it? Can I show you it? Are you stupid? I ask you a very, very serious question. Are you stupid or what? No, I'm not stupid. Can I show you it? Look, my beloved. Look, I read it for you. Look at the fatwa. All right. Let us see the prophet of Allah, blessings of Allah be upon him, is haram and is a kind of shirk because swearing by something implies veneration. Veneration of it, and a created being cannot venerate another creating being. Did you understand it? All right, can I show you? Wait, let me read for you. Be patient, it is your fatwa. Have a little bit respect. Hence, the Prophet said, whoever swears by anything other than Allah is guilty of kufr and shirk. Did your Allah committed kufr and shirk that he swear on the life of Muhammad? You just said he never said life of Muhammad. What? You just said he never said life of Muhammad. Why are you saying life of Muhammad now? He swear by the Prophet, by the Prophet's life. Who gave him life? Who gave him life? He swear by the Prophet. No, who gave him life? You said Allah, you said God. He's a Muslim. I'm Sufi Kamil. Do you drink too much camel urine, my friend? Yeah, I do. You drink too much camel urine? Yeah, I love it. You love Jesus it. Jesus said it's not what goes into you that defiles you, it's what comes out. So Jesus allows coming out. Thank you very much. Come, bitte. Die kommen alle hoch und sagen, sie lieben Kamelurin. Das ist so heftig, ey. Der sagt, Ibn Kathir sagt das nicht. Das ist das so Kranke. Ich zeige ihm das gestern, dass da stand, Allah swears by the Prophet. Und dann sagt er, nein, Ibn Kathir hat das nicht gesagt. Die sind krank, diese Leute, ehrlich. Die sind so fertig mit der Welt. Weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, ehrlich. Dann muss man sie fragen, hast du zu viel Kamelurin getrunken? Und meinte, I love it, zu viel Kamelurin, ja, I love it. Guck mal, aus dem Englischen, Ibn Kathir. Verily, by your life, in their wild intoxication, they were wandering blindly. Allah swore by the life of his prophet. Allah swore of the life of his prophet. Ey, der Typ ist behämmert. Die haben sogar Kamelurin auf ihren Augen geschmiert. Das ist der Wahnsinn, ist das, Mann. I love it. Yeah! Guck mal hier. Allah spoke by the life of his prophet, which is an immense honor reflecting his high rank and noble status. Allah committed shirk and kufr. He swear by the life of the prophet. I know that you are ashamed of this religion. I know that, my Muslim. I know it, my Muslim, my dear Muslim. I know it. Ja genau, also hat die Islam zwei Einigkeiten, Mumm und Allah.
Amir, hallo. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch, Amir. Ich komme leider mit meinem Handy, kann ich dich nie erreichen, live. Jetzt habe ich über meine Frau ihr Handy gemacht. Das ist ja nicht schlimm, das ist jetzt ganz, wenn wir darüber reden. ...bekommen hat. Aber er war der Einzige, der nie direkt mit Gott Kontakt hatte. Jesus hat mit Gott gesprochen. Alle Propheten, Moses, Noah, alle hatten immer einen direkten Kontakt. Ja. Warte kurz, ich muss tanken. Einmal. So, da bin ich wieder. Jetzt. wie der König David. Auf jeden Fall, ja, visiert kommt man auf sehr interessante Dinge, besonders weil Mohammed ja nie direkten Kontakt zu Gott hatte. Ja, er ging immer in diese Höhle, 23 Jahre, bekam immer wieder Informationen von, in Anführungsstrichen, diesen Engel. Aber alle Propheten, ja, hatten immer direkten Kontakt zu Gott. Auch Jesus sprach zu Gott wie Moses, Noah und andere. Was ich dich auch fragen wollte, was ich auch gesehen hatte, Mohammed wurde gewürgt, also beziehungsweise er wurde am Hals gepackt und an sich gedrückt, in Anführungsstrichen von diesem Engel. Und ihm wurde gesagt, du musst diese Botschaft nehmen. Das ist die. Nein, er wurde gedrückt, also er wurde erwürgt. Und der Engel, dieser Engel Gabriel, hat ihn aufgefordert, dreimal zu lesen. Aber die Geschichte ist ja dumm, denn der allwissende Allah schickt einfach seinen Engel, der zu Mohammed geht, der sowieso nicht lesen und nicht schreiben kann, und fordert ihn auf, dreimal zu lesen. Wie behämmert ist das bitte, Mann? Richtig, ja. Und genau deswegen finde ich das komisch, warum viele das nicht hinterfragen, weil in der Geschichte der Bibel gibt es keinen Engel, der einen Menschen derart erschreckt hat oder gewürgt hat. Gepresst, gedrückt und ihn so auseinandergenommen hat. Der Mohammed hat ja tierische Angst. Ist damals zu seiner damaligen Frau gerannt, Khadija, und hat gesagt, deck mich zu. Mich hat ein Dämon gewürgt. Sein erster Eindruck war, dass es ein dämonischer Geist war. Ja, richtig. Und deswegen finde ich, dass wenn man sich damit beschäftigen würde und das genau analysieren würde, dann macht das ja auch alles keinen Sinn, was die vielleicht lehren oder was die annehmen. Weil Mohammed, wie gesagt, in meinen Augen diese Botschaft kam nicht von Gott, sondern vielleicht wirklich von einem Dämon, weil ein Engel wirkt kein Mensch. Engel, ja. Von einem Engel, das sich getarnt hat als den Engel des Lichts. Das lesen wir in 2. Korinther 11, 14. Denn für Satan und seine Engel ist es kein Problem, sich als Engel des Lichts zu verkleiden. Und sie haben Mohammed ein falsches Evangelium gepredigt. Dass Jesus Christus nie gekreuzigt worden ist, nie auferstanden ist, gar nichts. Dass er nicht der Sohn Gottes ist. Das stimmt. Und weißt du, Amir, was ich dir auch noch sagen wollte? Viele Muslime zweifeln ja immer an die Trinität. Und sagen immer, ja, wie kann das sein? Guck mal, Amir, das ist unheimlich einfach zu erklären, wenn ich das jetzt einem Moslem erklären müsste. Das ist Folgendes. Ich habe ein Glas Wasser. Ich nehme dieses Wasser und tue es in die Gefriere. Was passiert mit dem Wasser? Es gefriert. Wenn ich das Wasser nehme und ich es erhitze, verdampft es. Aber es bleibt immer Wasser. Das heißt, es ändert seinen Aggregatzustand, aber es bleibt Wasser. Und so ist die Trinität zu erklären für die Muslime, die das nicht verstehen. Das ist das Gleiche. Ich habe eine Tochter. Diese Tochter kommt von mir. Jesus kommt von Gott. Er ist göttlich, ja? Er ist nur in seinem... Gott selbst. Ja, er ist als Mensch auf diese Welt gekommen, aber er ist Gott selber. Und das ist, was viele nicht verstehen. Die Trinität ist einfach zu erklären. Es bleibt Wasser. Wenn ich Wasser in eine Gefriere tue und es gefriert, bleibt es Wasser. Wenn es verdampft, bleibt es Wasser. So ist die Trinität ist eigentlich nicht schwer zu verstehen für die, die es verstehen wollen. Ja, und ja, das ist es halt. Also deine Arbeit ist auf jeden Fall super. Ich finde es schade, dass viele dich angreifen, aber das ist normal, viele, die es nicht sehen wollen. Aber einer, der Mohammed hinterfragt, versteht, dass er nie direkten Kontakt mit Gott hatte. Ja, viele, alle Propheten oder in der Bibel, viele haben mit Gott gesprochen, aber Mohammed hat nie mit Gott gesprochen. Und das müsste eine Sache sein, die einem einleuchten müsste, ja. Danke dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Gott segne dich auch, Amir. Okay. Gott schütze dich. Ciao. Tschüss. Muslim Tiger, don't yell here in the comment section. You've been destroyed. You've been cooked.
You've been cooked, my beloved. You've been cooked. Yesterday you say to me, no, Ibn Kathir didn't say that. Ibn Kathir, it doesn't say that, ZB. like your idiot Farid response. It doesn't say that, ZB. You became a tiger uppercut, my Muslim. Do you know what is a tiger uppercut? Do you know what is that? Huh? Ami, ich habe Lust auf Schokolade, ja. Ich kann dir nur empfehlen, Dings, sag mal schnell. Zartbitter, ist immer am besten. Zartbitter-Schokolade. Da habe ich jetzt auch irgendwie Bock drauf, ey. So eine leckere Milka-Zartbitter-Schokolade. Ami, widerleg mal bitte Vogelshorts. Hä? Wie? Vogelshorts? Von einem Vogel die Shorts? Oder was? Wie meinst du das? You're scared of me. You're scared of your own sources, my beloved one. You became a tiger uppercut, my beloved one. Also, Amir. Ja, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, dich auch. Wie geht's dir? Alles gut? Handel Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Dankeschön, alles bestens. Ich habe mal eine Frage. Ich sehe dich ja öfters hier bei TikTok. Meine Frage ist, was ist eigentlich dein Content? Ist dein Content jetzt, den Islam schlecht zu reden oder den Christentum gut zu reden? Das verstehst du? Ich versuche, über die Bestandteile des Islam sowieso erstmal aufzuklären und das wieder herzustellen, was der Koran falsch über den Herrn Jesus Christus sagt und über den Gott der Bibel. Ne? Das ist das. Nee, aber guck mal, und über die Gefährlichkeit müssen wir natürlich auch aufklären, ne? Was der Islam vorhat, die Anhänger des Islams. Ne? Ich habe eine Frage jetzt. Guck mal, du bist ja Ex-Muslime, ne? Also du warst mal früher mal Muslim gewesen. Ich habe selten einen Christen gesehen, der Muslime wurde und dann schlecht über den Christentum geredet hat, aber umgekehrt. Du kannst mal hier, auf TikTok mal gucken, was hier los ist. Hast nicht gesehen, was der Pierre Vogel gemacht hat, als er zum Islam konvertiert ist? Das Erste, was er gemacht hat, die Bibel angegriffen. Den nehme ich nicht ernst, den Vogel. Also bitte lass Pierre Vogel aus dem Spiel, der ist doch kein Muslim. Wir reden davon, du hast gerade gesagt, es gibt niemanden, der sowas macht. Es gibt unzählige Marcel Krass, Pierre Vogel, so gut wie alle Konvertiten. So ja, ist aber, das. Also guck mal, der Marcel Krass. Wenn Sie also das Recht haben, die Bibel anzugreifen und in Frage zu stellen, so habe ich die Berechtigung, den Koran anzugreifen und in Frage zu stellen. Naja, guck mal, das Ding ist ja nur, du kannst ja jetzt Pierre Vogel nicht als Maßstab nehmen, ne? Also das jetzt war doch nur einer von unzähligen, meine ich. Mehrheitlich, die Muslime sind friedlich. Das weißt du doch auch. Ach, mehrheitlich, die Muslime sind friedlich. Hast du mal gesehen, wie die in den islamischen Ländern mit den Nichtmuslimen umgehen, da wo sie die Mehrheit bilden? Hier in Europa sind sie friedlich, weil sie die Minderheit sind. Guck mal, Ami, ist Iran ja nicht anders. Das sind ja aber die Regierungen. Dafür kann ja das Land nichts oder die Leute nichts. Ja, innerhalb dieser Community, in der islamischen Community, gibt es ja natürlich sehr, sehr viele Muslime, die ultra gewaltbereit sind. Was erzählst du da für einen Schrott? Guck mal, ich erzähl dir mal was, Ami. Ich bin ja auch ein Muslime. Ich habe den Islam friedlich kennengelernt. Deswegen wundert mich das, dass du das anders kennst. Du hast überhaupt nichts friedlich kennengelernt. Die haben dir einen Wischiwaschi-Islam beigebracht. Das ist das. Du hast eine Western-Version in deinem Gehirn. Warum denn? Ich habe doch den Koran, den ich selber lesen kann und die Hadith und dann die Gelehrten okay, auch noch. Wie gehst du denn zum Beispiel um, dass Allah sagt, terrorisiere meine Feinde und deine Feinde? Ja, das habe ich erstens noch nie gelesen. Zweitens, du musst mir dazu Du hast gesagt, ich habe den Koran gelesen. Achso, und ich kann jetzt alles auswendig? Aber du musst doch wenigstens auf diese Vers gestoßen sein, dass Allah von dir verlangt, dass du wenn sämtliche Verehrung Allah allein gebührt. Guck mal, Ami, du weißt ja, es gibt ja auch mehrere Übersetzungen, ne, im Koran. Es gibt Interpretationen und so weiter. Und diese okay, welche Interpretation akzeptierst du denn? Wie meinst du das? Das ist ja die Tafsir, das ist ja nicht die Interpretation, das ist die Tafsir. Die Tafsir ist Interpretation, was erzählst du da, Mann? Nein, Tafsir ist ja... Tafsir ist ja das, dass du um den Koran, wenn du einen Vers nicht verstehst, dann nochmal ein Gelehrter es erläutert. Erläuterung ist doch das Gleiche, ja, Mann. Aber guck mal ganz kurz. Es gibt aber schon im Koran Übersetzungen, wo eine Interpretation dabei ist. Das meine ja, ich. Schlimm. Das ist also schlimm, dass man zum Koran noch Wörter hinzufügt. Nein, weil man es nicht so einfach versteht. Der Koran ist ein Geheimnis. Wenn ich das verstehen will, dann mache ich doch die Mufassirin, schlage ich doch auf.
Na, guck, wenn was gut klar ist. Ich rede doch voll lieb mit dir. Warum bist du denn so schnell so... Ja, aber du versuchst mich hier die ganze Zeit so wahnsinnig zu machen. Warum verstehst du das nicht? Also, hoffe ich doch. Okay, du bist nett. Du bist nett, aber das ist meine aufbrausende Art. Ich versuche dir gerade zu verklickern, dass wenn du einen Vers unklar für dich ist, so hast du die Möglichkeit, Tafsir aufzuschlagen, um den Vers zu verstehen. Ja, das Ding ist nur, ich nehme den Koran, um die Hadith zu verstehen auch. Also wenn der Koran, also wenn die Hadith den Koran widerspricht, ist sie nicht gültig. Und das machen oft Muslime. Und deswegen gibt es so viele Spaltungen im Islam auch, ne? Und das ist auch der Grund, warum ich da voll dagegen bin. Okay, wie oft betest du denn am Tag? 5-mal, Alhamdulillah. Zeig mir bitte im Koran, wo steht 5-mal. Das steht in der Hadith, das stimmt tatsächlich. Also hast du gerade dein Islam zerbombt. Hast du gerade gesehen, in nur eine Sekunde, wie ich dich auseinanderpflücke? Hast du gesehen? Nee, warum denn? Was war denn jetzt auseinander? Du hast gerade gesagt, dass der Koran und die Hadithe sich widersprechen. Und das trotzdem machst du das, was die Hadithe machen. Aber das widerspricht sich. Wieso rast du denn aus? Du kannst doch normal reden. Ist doch alles gut. Oder habe ich irgendwas geklaut? Du hast vor den Augen aller Leute den Islam ruiniert. Nein, warum redest du das gerade so? Warum? Wenn du zu mir sagst, wenn ich zu dir sage, ich sag zu dir, Amir. Ich hole dich gleich wieder rein. Ich muss mal ganz kurz was machen. Einen Moment. Okay, bitte. Unfassbar. Unglaublich. Je eher sie reden, also je weiter sie reden, desto schlimmer wird es für sie. Sie reden sich um Kopf und Kragen. Mich angucken. Hast du geschnallt? Hast du geschnallt? Gib mir Fritzchen. Gib mir Fritzchen. Fritzchen? Ja, fein gemacht. Fein gemacht. Du bist ein Feine. Du bist eine kleine Feine, bist du. Hunde sind Beste, ja. Der beste Freund des Menschen. Ne? Das ist mein Partner mit der kalten Schnauze. Ne, du bist mein Partner mit der kalten Schnauze, ja? Wie der guckt so nach dem Motto, was laberst du da? Ihr wisst ja, wie diese Frenchies manchmal gucken. Also voll verdutzt. Richtig entspannt hinzuzuhören. Ja genau, nicht, dass ihr noch einschläft. Wie die sich um Kopf und Kragen immer reden, ne? Ja, wenn der Koran zum Hadith widersprüchlich ist, dann lehnen wir es ab. Ja, was machst du denn jetzt? Allah sagt, du sollst 3-mal beten. Der Mohammed hat gesagt, du sollst 5-mal beten. Ja, was denn jetzt nun? Das kannst du keinem erzählen. Ein Moment, ich komme gleich. Abu ist wieder da. Abu, wie sich das anhört. Das hört sich so an wie der Affe von Aladdin. Der hieß auch Abu.
Komm sofort wieder. Richtiger Abu. Alle sind schon weg. Nur die Eisernen sind noch da. Die Eisernen unter den ganzen Netzis. Ich fahren. Ganz locker bleiben. Ich muss auf alle achten. Das ist unglaublich. Die sind alle am Pennen. Kommt einfach aus der Lücke raus, will einfach raus. Das ist heftig, wenn man so viel am Fahren ist. Man weiß ganz genau, was der ein oder andere so machen wird. Das ist krank. Das ist heftig. Man guckt so und man weiß ganz genau, der will jetzt gleich das machen, der will das machen. Halt mal lieber ein bisschen so Abstand, das ist krass. Sale Kamelurin. 50% Angebot. Ja, für Asis wäre das natürlich ein... Oh, warte. So. Sale. Sale for me. Mossad ruft an, genau. Aber wie der Typ gestern mich so übelst bedroht hat, ne, und gesagt hat, wenn ich das mache, wenn ich das mache, wenn ich das mache, habt ihr gesehen? Hat Dr. Sheikh Abu haben wir sofort mit ihm geschrieben. Habe ich gesagt, komm mal her, machen wir es halt, wer bist du denn? Auf einmal wurde er ganz, ganz zahm wie ein Kätzchen. Ganz zahm wie ein Kätzchen. Ja, ich meinte das nicht so, ich entschuldige mich bei dir und sowas, ne. Ami hat eine Anzeige, ja. Siehst du, das meine ich damit, die kommen hier rein. Und dann auf einmal legen sie los und wissen gar nicht, was sie da eigentlich sagen. Das ist ja strafbar, Mann. Kannst du nicht einfach jemanden mit Mord bedrohen und sowas? Wo leben wir denn hier? Jetzt hat der tierische Angst bekommen, ne? Tierische Paranoia. Ja, der Englisch gesprochen hat, genau. Ich habe dann mit dem privat geschrieben. Hab den gefragt, ob der nicht alle Tassen im Schrank hat, so, ne? Hab ich mit denen auf Englisch geschrieben. Hat er, ja, du sagst so und so und das ist nicht gut, ne, ne, ne. Ich so, auch wenn ich das sage, hast du nicht irgendwie die Menschen zu bedrohen. Was soll das? So ein bisschen veräppeln oder was? Hin und her und dann, ne, am Ende des ganzen Gesprächs hat er gesagt, ja, ich entschuldige mich bei dir. Aber nicht, weil ich Angst habe. Fügt den auch hinzu, nicht, weil ich Angst habe. Das sind diese Internet-Mujahideen. Internet-Mujahideen. Die dann auf einmal weinen, wenn zum Beispiel FBI oder was auch immer, ne, die überall agieren, ne, in verschiedenen Ländern mit kooperieren mit den ganzen Staatsapparaten, ne, um jeden von diesen Terroristen zur Strecke zu bringen, ne, wo die sich auch überall aufhalten. Ne. Amir in Iran, kurz. Iran. Tote. Revoltiert das Land gegen diese Kleiderordnung. Über 500 Menschen hat das Regime seither getötet. Durch die massiven und andauernden Einflüsse Städte, dass sich Frauen im öffentlichen Raum ohne. Was ist das denn? Hallo, Mr. Chechnya. Hallo. Guck mal, der will der Pot Match spielen. Das kann doch nicht wahr sein. Hören wir mal weiter.
angehalten. Nun rief der Staat seine Bürger auf, Frauen, die ihr Kopftuch nicht oder falsch tragen, zu lynchen. Der Appell trifft auf fruchtbaren Boden, wie hier in einem Supermarkt. Dann greift er nach einem Eimer Joghurt und schüttet ihn beiden Frauen über den Kopf. Auch der Justizminister sagt am Wochenende... Siehst du, wie die Muslime auf einmal ausflippen, wenn du zum Beispiel Hijab nicht anziehst? Kaum vorzustellen, dass hier in Deutschland das mit den Muslimen gemacht wird. Dass sie aufgrund ihres Hijabs anziehen, so behandelt werden. Ne? Unglaublich. Was du nie, wie du nicht willst, dass andere dir zufügen, das tue auch einem anderen. Das meine ich, wenn sie die eines Tages die Oberhand haben, wie sie dann Andersgläubige behandeln. Und diese Frau will einfach nur ganz normal in den Supermarkt mit Haare einkaufen gehen. Das ist ja nicht so, als würde sie irgendwo arbeiten und wo der Arbeitgeber das von ihr verlangt, dass sie bitte neutral zum Arbeitsplatz kommt. Versteht ihr? Danach kann sie ja wieder ihr Kopftuch anziehen, ist doch kein Problem. Aber beim Einkaufen einfach so Joghurt dahin schütten und sie schlagen und alles Mögliche. Guckt ihr mal an, was zu was der Islam fähig ist. Habe ich euch nicht gesagt, diese Religion darf nirgendwo Fuß fassen. Hören wir mal weiter. Frauen ohne Kopftuch würden ohne Gnade verfolgt und bestraft. Also das iranische Regime hat gesagt, islamische Regime hat gesagt, dass wir jetzt gnadenlos vorgehen, weil es eine riesen Protestaktion gibt im Iran, weil viele Frauen dort für ihre Rechte gerade am Kämpfen sind. Wahnsinn, ne? Und hier diese dummen Euro-Shisha-Muslimas verteidigen sogar noch den Islam. Die ihre Freiheit wegnehmen, die sich so anzuziehen, wie sie möchten. Habt ihr gesehen, wie dumm diese Leute eigentlich sind? Gar kein Gehirn. Ich weiß nicht, diese Leute schauen überhaupt gar nicht mehr, die können gar nicht mehr weiterblicken. Ihr Gehirn ist eingefroren. Da sehen wir doch auf einer Seite, dass Muslime, wenn sie die Oberhand haben, ihr eigenes Rechtssystem einführen, und zwar die Scharia, Allahs Gesetz. Und wenn Allahs Gesetz sowas vorschreibt, dann wird das durchgesetzt, auch wenn diese Muslime sich dagegen wehrt. Und wenn sie sich dagegen wehrt, dann wird sie dementsprechend in die Ewigkeit geschickt. Denn wie sagt der Imam At-Tabari, sie umzulegen, also nackt zu therapieren, ist für uns eine Kleinigkeit. Scharia und alle Klimbic einführen. Das iranische Parlament arbeitet außerdem an einem Gesetzentwurf, nach dem unsittlich gekleidete Frauen ihren Reisepass oder Führerschein verlieren können. Wahnsinn! Stellt euch mal vor, die Muslimas hier in Deutschland und Europa würde der Pass und der Führerschein entzogen, wenn sie weiter mit Kopftuch rumlaufen. Boah, wie wäre es, wenn wir mal den Spieß umdrehen würden? Das, was die Muslime den Andersgläubigen und anderen Menschen in ihren Ländern antun, das einmal an den Muslimen hier praktizieren. Was meinst du, wie viele den Islam verlassen würden? Was meint ihr, wie viele die den Islam verlassen würden? Das kannst du ja auch, habt ihr das gerade gehört? Das kann sie auch, die kann sich so anziehen, wie sie möchte. Aber wenn zum Beispiel der Arbeitgeber das von dir verlangt, dass du gerne oder bitte neutral zum Arbeitsplatz kommst, dann musst du das natürlich vollziehen. Und danach kannst du wieder dein Kopftuch anziehen und kannst wieder ganz normal in dieser Gesellschaft teilnehmen. Aber was ist denn mit den mit Menschen, Muslimas, die jetzt das Kopftuch nicht anziehen wollen, von irgendwem gezwungen werden, in der Öffentlichkeit das sogar zu tragen, bei 30 Grad Hitze und alles mögliche, 40 Grad Hitze. Ist das nicht ungerecht und ekelhaft? Boah, was ist das denn? Der ganze Himmel kommt ja runter. Das ist zu laut. Hier drin ist zu laut. Könnt ihr mich überhaupt noch hören? Ist das laut bei euch?
wieder der Muslim Tiger. Das kann ja nicht wahr sein. It's too loud here. I didn't understand when you are coming up. We have to wait. Eye of the tiger. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. It's the eye of the tiger. Maybe you can sing this song for us. Muslim Tiger, maybe you can sing the Rocky anthem. Rising up, back on the street. I give you my camel urine. It tastes so good, oh camel urine is here. Give a taste, drink it every day or night. It's the camel urine, it's everything is alright. Camel urine is okay, and give a taste now. It's it tastes so good, na 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 na. Camel urine. The rising of the camel urine. Das war ja ungelogen gut. Natürlich, euer Dr. Scherer, wo haben wir das Multitasking-fähig? Er fährt, er debattiert, er liest, er macht den Tod. Ich esse gleich hier drin. Ich schlafe dabei so. Eye of the Tiger. Das war gut. Ja, meine Herren. Hallo Amir. Hallo? Hörst du? Ja, ich höre dich. Gott segne dich und deine Familie. Danke dich auch. Ich wollte ganz kurz die Trinität an Muslime erklären, damit sie verstehen. Allahs Schienbein, Allahs Augen und Allahs zwei rechten Hände. Trinität, ein Allah, okay? Habt ihr jetzt verstanden? Ja, sehr gut. Genau. Er hat zwar ein Bein, zwei rechte Hände und einen Fuß, aber er bleibt trotzdem ein Allah. Ja, so wenigstens sie, so verstehen sie auch unsere Trinität dann. Ist nicht so schwer, genau. Oder? Ja, genau. Sehr gut. Aber ich danke dir vielmals. Damit sie das verstehen, müssen sie auch wie heißt das, Hadithe lesen. Das haben sie ja noch nicht gelesen. Deswegen verstehen sie auch nicht diese Trinität von Allah. Ja, danke Schönen dir. Schönen Tag noch, Amir. Gottes Segen. Mach's gut. Ciao. Danke dir auch. Tschüss. Muslim Tiger. All right, question to you. I sing a great song for you, huh? Yeah, yeah. Do you do you worship a god that has a penis? Do you worship a god that is a leg? Answer the question. Answered you. Do you worship god? According to the Bible, your god's penis was circumcised. We don't worship a god who has a penis, but you worship a god who has a Is Jesus neck. God? Is Jesus God? God? Yes, he's God. So did Jesus have a penis? He's God flesh, my beloved one. Okay, did he have a penis? Did Allah have a leg? Okay, your God has four legs and two wings. What is the part of the leg, my beloved one? What is the your part God, of the leg of Allah? Your God, a tree has a leg. A tree has a leg. A tree has a leg. A table has a leg. Hello. A table has a leg. I speak to you. Did he have Does ass? Your God have a penis, yes or no? Your God has a penis, yes. Does your God have a penis, yes or no? Look at you. You're filthy. My God you doesn't. My like God this. Doesn't have one. I'm filthy. You're filthy. You're the one believing in such God. Does your God have a penis? Does your God have a penis? Answer the question. Answer the question, you dog. Answer. You can't call your dog in the mirror. Look in answer the mirror the and question, call your dog. I answered you. Go out here, dog. Is was dog? Is there something, dog?
filthy, how he talk. Look at this. How nice the Muslim is talking. How nice. Did God have a penis? Oh, Jesus is God. That mean that you have a penis? Your God is a leg. Your God has a foot. Your God has a shin. Your God has two right hands. He's a Transformers, man. And you talk about my God? Allah is the God, Transformer, man. Do you know Optimus Prime? Do you know Bumblebee? What's wrong with you, man? And you talk about my God? My God became a perfect man. What's with your God? Who is an unperfect being? Who has a leg, a foot, a shin, two right hands, a green suit, woolly hair. You're Muhammad, see Allah in his dreams. He said, I saw my Lord in the image of a little man who is beardless, who have curly hairs, who wear a green suit. Did Allah have a penis also? Everything that you say, I will backfire against you. I will backfire against you. Bisschen Spaß mit diesem Muslim Tiger machen. Muslim Tiger. Muslim Tiger, did your prophet, hello, did your prophet see his Lord in the image of a young man who has curly hair, a beardless, a green suit? He was a small, tiny man? No. Was your God a baby? No. Answer my question. Was your God a baby? Ibn Taymiyyah said that in his book. What did he say? He said Muhammad had a dream and he saw his God in the image of a little man. Who was beardless, he has curly hairs and wear a green suit. Did he have a penis? Now, where did he get that story from? From Talbis al-Bayan, fi Jamia. Where did he get the hadith from? Volume 7. Where did he get the hadith page from? 290. On page 290. Where did he get the hadith from? This narration is sahih. Correct. Where did he... Okay, how's this? I saw Jesus in my dream as a black little boy. Now you want to... Don't answer. Now no. Filthy man. Auf einmal kriegt der Schock. Wo steht das? Und dann sage ich ihm die Quelle. Filthy. Unbelievable. I saw my Lord in the image of a little man who has a green suit, beardless, and woolly hair. And you talk about Jesus? And you talk about my Jesus, who created you, who is the creator. Wie die auch reden, ne? Das ist so heftig. Ja, antworte dem Toren nach seiner Torheit. Das wisst ihr, eine Sprüche. Antworte dem Toren nach seiner Torheit. Könntet ihr das alles so aushalten, diesen Leuten? Das ist heftig, ne?
Genders dann bitte. Ja, der kommt gleich. Ich muss nur eine gute, gute Situation erwischen, wo ich den Genders dann mache. Alle tippen, sonst werde ich ausflippen. Austin, raubst du mir diese Freiheit? Und so denken viele nicht. Die denken nur in eine Richtung, sage ich jetzt mal. Klar, ich will nicht leugnen, dass einige vielleicht sogar dazu gezwungen werden. Aber ich kann klar sagen, dass ich dagegen bin. Egal in was für ein Thema oder egal bei was. Du hast jetzt gerade schon von Vorurteilen gesprochen. Was für Vorurteile begegnen dir so im Alltag? Du hast... Na, wir erzählen uns von den Huris. Ja, was möchtet ihr denn wissen? Also sie sind da, transparente Frauen warten auf die Muslime. Und wenn sie trinken, dann sieht der Muslim das, wenn das so runtergeht. Das sind transparente Frauen, die Allah erschaffen hat. Und wenn sie dann mit ihnen Verkehr haben, sehen sie auch immer, wie sie so innerlich am Zerbrechen sind mit dem Palmenpenis. Wahnsinn, ne? Der Palmenpenis hat ja einen Durchmesser von einer Palme, so, ne? So ein Ding. Ja, und endlos und so lang. Das heißt, wenn er dann in dem Haus, in diesem himmlischen Haus ist, was Allah ihm versprochen hat, hat er die ganze Zeit eine Dauererektion. Ne? 70 Jahre lang dauert diese Erektion. Und dann läuft er mit seinem Ball, wedelt er die ganze Zeit da so rum. Dann guckt das immer aus dem Fenster raus, aus dem Haus von ihm. Und davon will dieser Muslim Tiger uns überzeugen. Das ist natürlich gegen seine Logik, seinen Verstand und so. Dass Gott ihm einen Palmen-PNS gibt und alles Mögliche. Da hat er kein Problem. Aber dass Gott Mensch wurde, damit hat er ein Riesenproblem. Alles andere interessiert ihn nicht. Merkt, es sind gar keine, es sind niemals Leute, die irgendwie über Gott nachgedacht haben, über die Tiefe Gottes. Die denken nur mit ihrem Bauch, mit ihrem Fleisch, also mit Fleisch, Bauch, mit ihrem PNS. Damit denken sie. Ganze Blut ist in, ihr wisst schon, reingerutscht. Sonst mache ich gleich wieder Boom Chakalaka rein. Boom Chakalaka. Danke, Ivan. Er gibt nicht auf, der Typ, ne? Aber jetzt kommt er wieder rein. Der liebt das, dass ich den so demoliere. Inside a little girl's vagina for 9 months. No, your God, Allah promised God. Endless vagina. Breastfed by a little girl. Yes. Can I talk? Your God getting breastfed? Aisha breastfeed young man. Aisha never breastfed, you're a liar. Did your God get breastfed by a little girl? Aisha did your God get breastfed by his daughter? She gave a taste. Did God get breastfed by his daughter? Was your God inside a little girl's vagina for 9 months? I should give a good taste to everybody. Answer the question. Ist das ein Typ? Der gibt auch nie auf. Der kommt immer wieder rein und will diese Blödsinn machen. Der kleine Lümmel. Ich gebe ihm immer einen kleinen Klaps auf den Hintern. Fehlt nur noch Tobias Nagel, genau. Rostiger Nagel, so einer ist das. Oh, danke. Einfach cool. Oder einfach Konzept, was ist das? Einfach Content. Danke dir. Einfach so Content. Ja, der würde auch am liebsten hier reinkommen, dieser Eye of the Tiger, würde auch hier gerne reinkommen und den Dr. Sheikh Abu Amin auch bedrohen, aber der ist wenigstens schlauer als die anderen und behält das lieber für sich. Was ist das? Können nur drohen.
Muslim Tiger, don't send me a request here. Hat Mohammed gesagt, dass er nicht weiß, ob die Muslime in den Himmel kommen? Ja, er hat das gesagt. Habe ich gestern in meiner WhatsApp-Gruppe gepostet. Obwohl ich der Gesandte Allahs bin, weiß ich nicht, was Allah mit mir macht. Ob ich sicher gerettet bin oder nicht. Sahih Bukhari, Band 9, Buch 87, Hadith 145. Band 9, Buch 87, Hadith 145. Ami, wie komme ich in deine Gruppe? Über einen Link kommst du in die Gruppe rein. Bist du mit mir in Instagram verbunden? God's sleeping in Virgin Mary's vagina for 9 months. His own daughter. She was 12 years old. His 12-year-old daughter. His 12-year-old daughter, brother. Your God was sitting inside his little daughter. And it's inside a Muslim. This bekloppt den Typ. Der kommt immer wieder rein und kriegt von mir ein bisschen Popo-Klatsche. Er sagt, Aisha hat das niemals gemacht. Genau wie Hansi. Aisha hat das niemals gemacht. Die schämen sich nicht. Die schämen sich kein bisschen mehr. Die haben gar kein Stolz. Nix, gar nichts. Keine Ehre. Kein Lachen. He haven't enough. No. He hasn't enough. Hallo? Ich habe mal eine Frage. Eine oder mehrere? Eine. Ja. Wieso ist Jesus Sohn Gottes? Weil das ein Titel ist. Gott der Sohn. Sohn Gottes. Aber es ist nicht wie ein physischer Akt, so wie der ignorante Allah glaubt, ne, in Sure 6, 101. Und weg ist er. Bam, 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 bam. Das ist das Song. Edda, hast du mir gerade eine Anfrage geschickt? Beste Musik, ja, genau. Hallo Armin, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Warum bist du immer so, warum hört man dich immer so komisch? Ja, ich bin draußen. Was? Ist es besser? Hast du Kopfhörer an oder sowas? Ja, jetzt habe ich nicht mehr an, aber ist es jetzt besser? Ja, genau, jetzt ist es besser. Dings, ich wollte fragen, ich habe mit einem Typen in der Moschee telefoniert, ne? Der ist so Araber, der hat in Medina studiert und so, ne? Dann habe ich ihm gesagt, dass Frauen Spermien haben, dies, das und so, mit Sura 86. Und er sagt, er bestätigte das und sagte, dass die Wissenschaft falsch sei. Ah! Siehst du? Seit wann haben denn die Frauen Spermien, das dünn und gelb ist und das in ihren Rippen sitzt? So behämmert, ey. Ja, der Typ war wirklich, der ist so ein Selfie. Er hat bei Medina studiert und so. Er sagte mir so die ganze Zeit, ja, die Männer haben so im Rückenmark dies, das und so oder in den Rippen so und ja. Er glaubt das einfach so, ne? Ja, genau. So wie Sheikh Al-Fawzan in einer Live-Sendung zugegeben hat, sagt er, die Erde ist flach. Wer was anderes behauptet, ist ein Lügner. Also ein Muslim kann nicht so vorgehen. Er muss das glauben, was der Koran sagt. Ja, das ist krank, ne?
Natürlich, der Islam ist am Ende. Aber dann danke sehr, dann viel Spaß noch, weil ich bin draußen. Okay, und, nein, Gott segne. Ciao, ciao, Gottes Segen. Ja, es gibt einige Gelehrte, die das auch offen zugeben und sagen, es ist uns egal, was die Wissenschaft sagt, ob sie das bestätigt oder nicht. Wir glauben den Koran mehr. Schaut euch das mal bitte an. Danke dir. Sie sagen, dass der Koran über der Wissenschaft steht. Ne? Obwohl sie das eindeutig bewiesen haben und da es auch Studien dazu gibt und alles. Eine Frau hat Spermien, gelb und dünn. Der Mann hat Spermien, das ist ja normal, das dick und weiß ist. Und wer auch immer zuerst kommt, dem wird das Kind ähneln. Habt ihr so mal so ein Blödsinn gehört? Ja, du lachst, aber das hat Mohammed gesagt. Dr. John hat es bestätigt, ja. Dr. John hat es bestätigt. Ja, Dr. Johnny. Da rennt, da ist er wohl locker. Ich beende mal den Stream und komme wieder live. Weil meine Sichtbarkeit, Live-Sichtbarkeit wurde 6-mal eingeschränkt. 6-mal. Die 7 schaffen wir auch noch. Ey, das ist heftig, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-mal sogar, 7-mal. Heftig. 7-mal eingeschränkt. Immer habe ich Widerspruch eingelegt. Nicht genehmigt. Nicht genehmigt. Boah, ich hab Hunger bekommen, dann sag ich. Mami, ich würde dir gerne ein Video schicken, das ist sehr interessant, weil worum geht's denn da? Ein Adana-Teller haben wir, boah, darauf hätte ich jetzt auch richtig Bock hätten. Da hast du was Gutes gesagt. Ja. Wo ist Muslim Dog? Der ist abgehauen. Ja! Danke. Danke, danke, danke. Was ist so? Haben wir ja den ganzen Tag irgendwie. Dr. Sheramwame macht 365 Tage immer Fasten. Keiner fastet so viel wie ich. Ich habe eine schöne Mittagspause an. Ja, wundervoll. Lass dir schmecken. Was hältst du von Ali-Knicker? Was ist das? Komm, Adana-Kebab auf meinen Nacken. Ja, das wäre lecker, das wäre gut. Dr. Johnny, Adana-Kebab, hä? Jesus Christus ist einzig Gott, ja, Amen. Du bist wirklich ein Löwe, nur Fleisch am liebsten. Ich liebe auch Kebab. Lammspieß, boah, ja, hört auf jetzt damit, ey. Ich geh kaputt, Mann! Ich will jetzt, sofort! Jetzt! Das ist heftig, als ich damals beim Islamunterricht teilgenommen hatte. Und der Scheich uns dann so ein bisschen Unterricht gegeben hat, was im Paradies uns so erwartet, hat er uns gesagt, dass wenn wir ins Himmelreich eintreten, dann gibt es dort Vögel, die dort rumfliegen. Und sobald jemand hungrig ist und einen Vogel sieht, sieht er den sofort gebraten auf seinen Teller, dann auf Tisch, so wie er das haben will, so richtig knusprig und alles möglich. Da kann er erstmal essen. Dann gucke ich zu meinem Kollegen an, der guckt so voll erstaunt und sagt er, wow. Voll gut. Ich denke mir so, ey,
Die reden nur über Essen, Trinken und sowas. Das ist. Ja, was ist denn anders im, als hier im Himmelreich? Das kann ich auch hier haben. Das ist so krank. Gibt's dann auch noch Kamelurin da oben? Was meint ihr? Gibt's dann so eine Kamelstation, wo die dann immer so Kamelurin? Aber die Aussage von Dings, von Asis, war heute der absolute Knaller. Ja, Mir, das schmeckt gut. Das schmeckt sehr gut. Ah, du kennst also auch den Unterschied zwischen Kamelurin und anderen Urin. Das will ich mal sehen. Stiftung Warentest muss geprüft werden. Tiger Uppercut. Wie stolz auch nochmal, genau, wie stolz auch nochmal. Das ist heftig. Wie stolz der noch darauf war. Das kannst du keinem erzählen. Oh, danke schön. Cosinus, danke dir, Cosinus. Guten Appetit. Eine Wassermelone. Aber Gott sei Dank hast du nicht ein Loch da reingehauen. Oh, ist heftig. Ihr könnt ein Loch in eine Wassermelone reinhauen. Alles kein Problem. Was für eine abgefahrene Religion. Heftig, ey. Und dann bringen sie uns auch noch um, wenn wir sowas dann anprangern und so in Frage stellen. Die sagen, was? Wie kannst du sowas in Frage stellen? Hallo? Wassermelone gut. Ja, okay, Wassermelone gut. Zum Essen. Aber doch nicht Loch reinmachen, um sich daran zu bereichern. Das ist nichts gut. Essen ja, aber nicht Dschungi-Dschungi machen. Dschungi Dschungi! Das ist so krank, ey. Die wollen mit Wassermelonen Dschungi Dschungi machen, ey. Das ist heftig, ne? Das ist so hammer. Ja. Achso, du bist ja drin, ne? Ich hab gar nicht gewusst, dass du da bist. Entschuldigung. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Jo. Was kann Dr. Scherabom hier für dich tun? Ja, möchtest du was sagen oder willst du schweigen? Normal, ey. Herrenanstalt hier, danke dir. Salami alaikum. Ja, auch auf dich viel, viel Salami. Salami alaikum. Wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Dr. Sheikh Abu Amir. Sag mal, ich habe irgendwie so eine Marketing-Idee. Kamelurin, also Red Kamel. Wollte ich irgendwie so ein Red Bull Kamelurin. Ja, vielleicht kannst du so einen Kamel, so eine Kette von 50 Cent anziehen und den so verkleiden oder was, keine Ahnung. Und dann kannst du den da auf die Bühne stehen. Das ist ja irgendwie sehr beliebt, also ist eine Marke. Singt er, und dann lässt du die Musik von Tiger laufen, dieses Taste. Und dann kommt dieses Kamel mit dieser Pipi so. Let's give a taste. Du hast alles auseinandergenommen, also muss man ehrlich sagen. Also, aber du klärst ja auch sehr schön auf mit Witz und Spaß. Also da muss man schon Respekt. Ne? Also, ich habe dieses Buch noch nie gelesen. Also durch dich habe ich auch ein bisschen so diese Feinheiten, was das alles bedeutet und diese ganzen Sachen, was dahinter steckt. Also du deckst das so auf einer spaßigen Art auf. Also wer diese Religion, also ich selbst würde dieser Religion niemals folgen wollen, wenn ich das alles hören würde, wenn ich selber jetzt Moslem wäre, aber bin ich ja jetzt Gott sei Dank nicht. Und dass das, ey, wenn, ne, mit diesen ganzen Sachen, was du da erzählst, also da musst du ja gleich sagen, hier ist meine Kündigung.
Ja, ich bin raus. Ich kündige dieser Religion. Mach's gut, tschüss. Sofort. Also da wäre ich, wenn ich selber Moslem wäre, würde ich sagen, hier, tschüss, ne, ich geh zum Christentum. Jetzt stell dir mal vor, jemand, der ein Muslim, ein aufrichtiger Muslim, der das alles herausgefunden hat und das in Frage stellt und eine Entscheidung raustreffen möchte aus dieser Religion und eventuell für Jesus Christus treffen will, dann wird der sofort Nackentherapie. Ja, das ist ja auch noch das Brutale. Also wenn du diese Religion verlässt, musst du ja dann gleich, ne, gibt's Shish Kebab. Also das ist echt traurig. Das hat ja mit Gott nichts zu tun. Also meine Meinung persönlich, das hat doch niemals mit Gott zu tun, ey. Das ist schon verrückt, ne? Also, naja. Also auch bei den Kurden ist auch eine heftige Debatte ausgelöst, dass sie diese Religion verlassen sollen, weil das nicht ihr Ursprung ist. Es läuft auch gerade eine heftige Diskussion über TikTok. Die meinen, ja, weil das ja nicht ihre Urreligion ist. Da steht nichts Kurdisches drin oder Sonstiges, ne? Also das hat mit denen überhaupt nichts zu tun. Genau. Na, also die Brüder sind auch jetzt... Die Kurden, so wie alle anderen Muslime, die heute sich Muslime nennen, wurden alle zum Islam gezwungen. Ja, richtig, also, völlig richtig. Die Expansionskriege von Khalid ibn Walid und diese ganzen Sahaba, Tabi'in und so, die dann losgezogen sind, Marokko und alle auseinandergenommen haben. Genau, richtig. Also ich wünsche meinen ganzen kurdischen Brüdern, bitte verlasst diese Religion. Naja, also das ist nicht eure Religion, das hat nada mit euch zu tun. Die sagen, wir sind eure Brüder, hintenrum, ne, fliegen die Raketen gegen euch. Ja, also naja, mach weiter so, Bruder, Gott segne dich. Der Herr hat immer eine schützende Hand über der Gerechtigkeit. Amen. Gott segne dich und dich auch, ciao. Ja, das ist das, ne? Wenn die Muslime, die kein Arabisch verstehen, nicht Saudi-Araber sind, sich mit der Geschichte des Islams auseinandersetzen, dann kommen sie auf den, also dann werden sie auf 100 Billionen prozentig herausfinden, dass ihre Vorfahren damals allesamt nackt therapiert wurden und sie heute Muslime sind. Aber den meisten, also vielen ist es denen egal. Ich habe ja selber damals mit jemandem diskutiert gehabt, meinte er, ich küsse die Füße von Mohammed und die Leute, die uns abgeschlachtet haben und ich heute Muslim bin. Krank, ne? Ja, das ist, man hat es zu tun mit so übelster Gehirnwäsche, ne? Sie denken gar nicht mehr darüber nach, welches Leid ihre Vorfahren auf sich genommen haben, was der Islam ihnen angetan hat, beziehungsweise die Muslime der damaligen Zeit, die Araber. Das ist ihnen vollkommen egal. Es ist, weiß nicht, zu traurig ist das. Dass die meisten sich so keine Gedanken machen, oder wenn sie sich Gedanken machen, dass sie nur sich so, also so kurz damit beschäftigen und dann ist es denn auch wieder egal. Versteht ihr? Sie wollen nicht weiter darüber nachsinnen, so weiter forschen und sowas und eventuell diese Religion in Frage stellen. Was? Dein Bock auf Kindergarten. Stockholm-Syndrom. Down. Ja, das ist so genau sowas ist das, ne? So ein Stockholm-Syndrom oder was? Ja, zu ihrem eigenen Verderben. Danke. Danke dir. Der eine oder andere macht sich natürlich Gedanken und kommt dann aus dieser Religion raus, ne, weil er das nicht ertragen kann, dass seine Vorfahren gegen den Islam gekämpft haben und er heute Muslim ist. Ne? Ja. Sie verloren haben, sie abgemurkst wurden und sie heute Muslime sind. Ne? Zum Beispiel bei den Albanern tritt auch jetzt sehr viele große Diskussionen auf, ne, wie sie überhaupt muslimisch geworden sind. Und der eine oder andere, also viele finden das jetzt gerade heraus, ne, dass ihre Flagge eindeutig gegen den Islam ist, Widerstand gegen den Islam und dass ihre Vorfahren umgebracht wurden. Ne. Viele verlassen den Islam im Stillen. Viele werden Christen. Ganzen Balkanländern, ne? Überall, wo der Islam so Fuß gefasst hat.
sagt ihr das? Und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht und meine Burg. Lass uns ein bisschen Psalm 91 hören. Denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Instagram folgen, wenn du in die Gruppe willst. Da pinne ich das immer an oder was, ne? Dann mache ich das immer in den Stories. Ich denke, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Cut und ich denke, dann machen wir gleich weiter oder was, ja, so Gott will. Und wir dann noch leben. Gottes Segen, ihr wundervoll. Gott segne euch und eure Familien, ihr wundervollen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen offline. Und gucke, dass ich jetzt gleich noch mal ein bisschen was esse und so. Und dann gucken wir mal, ob ich gleich wieder live komme. Ja? Gottes Segen, ihr wundervoll. Macht's gut, haltet am Herrn Jesus Christus fest. Und ihr wisst, Islam without lies dies. Ciao, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.